Wenn wir die Dynamik von Trauma verstehen, werden wir aufgefordert und eingeladen, unser Menschenbild zu korrigieren und die Würde des Menschen wieder zu achten und an erste Stelle zu stellen. Das Wissen über Trauma hat die Kraft, die Welt zu verändern. Ich bin Verena König, ich bin Traumatherapeutin und Autorin und arbeite in meiner Praxis hier im Odenwald sowohl mit Einzelpersonen, mit Paaren und auch in Gruppen. Die Häufigkeit von psychischen Erkrankungen hat in den letzten Jahren enorm zugenommen. Die Gründe, weswegen sich Menschen krank melden, sind häufig wegen psychischer Symptome. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass wir in einer Leistungsgesellschaft leben und darin sehr stark und früh sozialisiert werden. Traumatisierung oder Traumafolgen, die aus Traumatisierung entstehen, zu erkennen, ist gar nicht so einfach. Denn ein Trauma muss nicht unbedingt ein singuläres Ereignis sein, wie ein schwerer Verkehrsunfall, ein Überfall, eine Naturkatastrophe oder eine Gewalterfahrung, sondern Traumatisierungen können auch durch viele Erfahrungen in der Kindheit entstehen, die mit Vernachlässigung, zu wenig Zuwendung, Bindungsabbrüchen zu tun haben können. Also Dinge, die uns häufig gar nicht als traumatisch im Bewusstsein sind. Ich halte es für extrem wichtig, und das ist mir auf meinem Weg zur Trauma-Expertin sehr, sehr deutlich geworden, dass wir die Verletzlichkeit unserer menschlichen Natur anerkennen und dass wir sie würdigen, dass wir sie nicht als Schwäche verstehen und als etwas, was einem Leistungsprinzip entgegensteht, sondern dass wir unsere sogenannte Verletzlichkeit als einen wichtigen Teil unserer Natur verstehen, der es uns möglich macht, feinfühlig miteinander zu interagieren, uns gegenseitig zu unterstützen, kreativ zu sein und gesund zu bleiben. Wir haben gewissermaßen eine Toleranz dafür, dass es Menschen schlecht geht. Wir haben eine Toleranz dafür, dass es Ungleichheit gibt, dass es Ungerechtigkeit gibt. Und häufig haben diese strukturellen Themen viel mit Traumatisierungen zu tun. Und damit, wie Menschen miteinander umgehen, weil sie Traumatisierung erlitten haben und keine Chance bekommen haben, das zu reflektieren. Da sind wir im Grunde auch bei dem Thema transgenerationelle Trauma-Weitergabe. Ein großes Thema, auch ein sehr wichtiges Thema, um zu verstehen, was global geschieht, besonders in Konfliktregionen. Und wenn wir uns vor Augen führen, dass Trauma nicht von alleine heilt, sondern Trauma gewisse Umstände braucht, um heilen zu können, dann wird sehr nachvollziehbar, warum sich Geschichte wiederholt. Und warum Menschen sich immer wieder versuchen, gegenseitig zu erinnern, dass gewisse Dinge nicht wieder passieren dürfen, und dann passieren sie doch wieder. Und all das zu verstehen, ist in meinen Augen sehr, sehr relevant für unsere Zukunft, für unsere Gegenwart und natürlich auch für die Zukunft unserer Kinder. Mein Buch ist ein sehr freundlicher Begleiter, der dich mitnimmt auf eine Reise in diese Themenwelt, das sehr viel Wissen vermittelt, Grundlagenwissen und auch immer wieder Inspirationen gibt, nach innen zu schauen, nach draußen zu schauen, die Dinge anders zu reflektieren. Und es ist auch nicht nur ein Wissensvermittler und gewissermaßen auch ein Ratgeber, sondern auch wirklich sowas wie ein Begleiter durch eigene Prozesse.